Eigentlich wollte ich euch meine Neuzugänge zeigen, aber hier liegt eine schnurrende Katze direkt neben dem Ton auf meinem Schoß. Ich weiß nicht, ob ihr außer dem Schnurren noch irgendwas hört. Ich gebe mir Mühe und würde sagen, lasst uns mal schauen, was diesen Monat so alles bei mir eingezogen ist. Jetzt ist die Katze weg und wir können ganz in Ruhe das Video beginnen. Ja, bei mir sind einige Bücher eingezogen. Es sind ein paar aus dem Mai schon dabei, aber viele auch noch aus dem April. Und es sind so unfassbar tolle Bücher dabei. Ich freue mich so drauf, die zu lesen. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefällt, gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was diesen Monat so bei euch eingezogen ist, beziehungsweise letzten Monat. Von mir ist auch diesen Monat, es ist egal. Schreibt mir einfach in die Kommentare, was so in letzter Zeit bei euch eingezogen ist. Und ja, wenn ihr irgendwas davon schon gelesen habt, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare, wie es fandet. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir! Als allererstes ist bei mir eingezogen der dritte und finale Teil von Brandon Sanderson, nämlich Calamity. Da mir sehr, sehr viele schon sehnsüchtig drauf gewartet, dass dieser Teil endlich erscheint. So, was hängt da dran? Und ja, jetzt ist er endlich draußen. Ich muss tatsächlich den zweiten erst noch lesen. Ich wollte den ja eigentlich schon mit Nina und Diana zusammen lesen, aber ich habe ihn immer noch nicht gelesen. Und ja, ich habe den dritten jetzt aber schon hier und dann sollte ich mir den mal für die nächsten Monate vornehmen, damit ich dann auch den dritten lesen kann und damit die Trilogie beenden kann. Dann ist bei mir eingezogen eine Nachlieferung meiner Avell-Bestellung, die ich mit der Nina zusammen ausgepackt habe. Wenn das Video schon online ist, dann verlinke ich es euch einmal hier oben. Ich bin mir nicht sicher, was zuerst kommt, ob erst dieses kommt oder das andere. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall kam noch bei mir an von Cassie McAllister Black Dragons, ein Flirt mit dem Feuer. Ich bin mir nicht sicher, der wievielte Teil der Black Dragons es ist. Ich glaube, es ist der zweite oder der dritte. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es auch der erste. Es sind auf jeden Fall drei Teile und ich weiß nicht genau, welcher es ist. Aber in dem Paket war auf jeden Fall noch ein weiterer Teil drin. Und ich glaube, dann fehlt mir jetzt nur noch einer und dann ist diese Reihe auch komplett. Dann ist bei mir eingezogen und da freue ich mich wahnsinnig drauf, ja, da bald weiterzulesen. Und zwar von Susan Dennard, Das Zeichen des Sturms. Das ist der zweite Teil zu Die Schwestern der Wahrheit. Das Ganze habe ich ja als Hardcover und danach kamen dann die weiteren Teile nicht raus. Und ich hatte es ja letztens endlich mal gelesen und war ja total begeistert davon und war dann total enttäuscht, weil es einfach nicht fortgesetzt wurde. Dann hat mir aber eine liebe Abonnentin geschrieben, dass es fortgesetzt wurde, allerdings in der Neuauflage als Broschur. Und ja, da ist jetzt der zweite Teil bei mir eingezogen. Irgendwann muss ich mir auch den ersten Teil nochmal in diesem Format zulegen, weil das einfach jetzt nicht zusammenpasst. Und ja, aber ich freue mich schon wahnsinnig drauf, weiterzulesen und herauszufinden, wie es mit Saphir und Isolde weitergeht. Dann sind im April noch ein paar Neuerscheinungen bei mir eingezogen. Und zwar zum einen vom CWT Verlag ist bei mir eingezogen von Lauren Di Stefano, Fallende Stadt. Ich glaube, das ist auch ein Buch, das ganz, bei ganz vielen eingezogen ist. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt drauf. Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das ist so ein bisschen, ja, so eine Dystopie, so Science-Fiction-Dystopie-mäßig. Ich weiß es noch nicht genau. Werde ich dann erfahren, wenn ich es lese, aber ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ebenfalls eine Neuerscheinung aus dem April ist bei mir eingezogen, nämlich Palace of Glass von C.E. Bernard. Die Wächterin, der erste Teil, und ich glaube auch, das ist bei so ziemlich jedem eingezogen und ganz, ganz viele haben es schon gelesen. Ich habe bis jetzt nur begeisterte Stimmen gehört und ja, deswegen will ich das auch ganz, ganz bald lesen. Ich freue mich schon sehr drauf. Dann ein Buch, von dem ich tatsächlich noch nichts gehört habe, und zwar ist bei mir eingezogen von Gail Forman, Irgendwas von dir. Das ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ich weiß nicht so genau, was mich erwartet. Aber ja, die Autorin oder der Autor, aber Gail ist ein, ja, die Autorin ist ja keine Unbekannte und es wurde, glaube ich, auf der Buchmesse vorgestellt. Das ist jetzt auch schon eine Weile her und es hat mich total angesprochen. Ich wollte es gerne mal ausprobieren und jetzt ist es bei mir eingezogen. Ich weiß aber gerade nicht mehr so genau, worum es ging.
Und dann ist natürlich auch eine neue Erscheinung bei mir eingezogen, die wahrscheinlich auch bei jedem eingezogen ist, was total gehypt wurde, schon bevor es überhaupt erschienen ist. Und zwar aus dem Fischer Verlag Iron Flowers, Die Rebellen von Tracy Bangert. Und das ist auch ein Buch, was ich jetzt auch ganz, ganz dringend bald lesen möchte. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das klingt total cool. Und ja, ich bin echt sehr gespannt, wie es sein wird. Dann habe ich mir noch drei Bücher gekauft, die ich euch, glaube ich, schon in den Neuerscheinungen für 2018 vorgestellt habe. Die bis jetzt noch nicht bei mir eingezogen sind, direkt nach dem Erscheinungstermin, aber jetzt wollte ich sie gerne haben und habe sie mir deshalb gekauft. Und zwar zum einen von Julie Cross, Kisses and Lies. Dieses hier. Dann ist bei mir eingezogen, wo ich mich auch schon sehr, sehr drauf freue. Ich muss mal kurz das Buch weglegen. Von Veronica Rossi, Riders Band Nr. 2, nämlich Feuer und Asche. Und ich bin schon echt gespannt, wie es hier mit Darren weitergeht. Die ist ja, glaube ich, dann hier die Hauptprotagonistin. Im ersten Band war ja, oh Gott, wie hieß der denn? Gideon? Ich glaube Gideon. Genau, war ja dort der Protagonist. Hier ist es jetzt eben Darren. Ich bin echt gespannt, was die Autorin hier gemacht hat und freue mich schon sehr drauf, das zu lesen. Ich muss mal die Franzi fragen, ob wir das wieder zusammen lesen wollen. Und dann ein Buch, das ich jetzt schon ein bisschen vor mir hergeschoben habe. Ich wollte es eigentlich schon direkt zum Erscheinen haben, aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich warte noch ein bisschen, weil ich damit die Zeit überbrücken muss, bis der nächste Band der Reihe rauskommt. Und zwar ist bei mir eingezogen, endlich, 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 tada, Throne of Glass, Selenas Geschichte, der Kurzgeschichtenband, von Sarah J. Maas und ja, ich glaube, dazu brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Und dann kommen wir zu den Büchern, die im Mai jetzt bei mir eingezogen sind. Und zwar sind da auch einige Neuerscheinungen dabei. Unter anderem dieses Buch, was ich unbedingt haben wollte. Und deswegen musste ich es mir sofort kaufen. Und zwar von einer meiner Lieblingsautorinnen, nämlich Immerwelt von Gina Showalter, Der Anfang. Und dieses Cover ist einfach so geil. Ich liebe dieses Cover. Auch wenn es von Namen tatsächlich von der Grafik her nicht ganz so geil ist, von der Ausarbeitung. Es ist ein bisschen unscharf tatsächlich, leider. Finde ich ein bisschen traurig, aber okay. Aber ich bin schon so, so gespannt auf das Buch und ich hoffe, es wird gut. Und ja, werde dann natürlich berichten, wenn ich es gelesen habe. Ja, wie immer in meinen Weekly Readings oder dann halt im Lesemonat. Und dann ganz frisch gestern bei mir angekommen. Und ich freue mich so. Und zwar von Rachel E. Carter, Magic Academy. Der zweite Teil, nämlich die Prüfung. Und ich bin schon echt gespannt, wie es weitergeht. Ich wollte ja nach dem ersten direkt weiterlesen. Und jetzt habe ich endlich auch den zweiten und kann weiterlesen. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Ich muss wahrscheinlich warten, bis ich aus dem Urlaub zurück bin, weil ich es ungern mitnehmen würde. Aber ja, Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und dann ist natürlich auch noch bei mir eingezogen das neue Buch von Jennifer L. Armentrout, nämlich Und wenn es keinen Morgen gibt. Das sieht tatsächlich aus, als wäre es der Folgeband zu Morgen liebe ich dich für immer. Aber ich glaube tatsächlich, das sind zwei unterschiedliche, also nicht unterschiedlich, unabhängige Geschichten. Es geht hier auf jeden Fall um andere Protagonisten. Ich weiß nicht, ob es irgendwas miteinander zu tun hat, nur weil das Cover fast gleich aussieht. Aber werden wir sehen, wenn ich es gelesen habe. Lassen wir uns mal überraschen. Und dann ist noch bei mir eingezogen ein hoffentlich locker leichtes Sommerbuch, nämlich Ein Sommer mit Alejandro von Jodi Germann. Und ja, das war einfach sowas, wo ich mir so dachte, so für den Sommer, so zwischendurch, was locker leichtes. Perfekt. Wollen wir haben, haben wir bekommen. Herzlichen Dank. Und dann habe ich mir noch ein Buch gekauft. Es musste einfach sein. Ich konnte jetzt einfach nicht mehr warten. Ich will unbedingt wissen, wie es ausgeht. Ich habe den ersten und den zweiten Teil als Hörbuch gehört und ich fand sie einfach so grandios. Und jetzt ist der dritte erschienen und ich musste es einfach haben. Und zwar
Spotten wie E. Schwab, die Beschwörung des Lichts. Das ist der dritte und finale Band zu Vier Farben der Magie und ja, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich total davon geschwärmt habe, weil ich es einfach so gut fand. Und ja, jetzt will ich natürlich unbedingt wissen, wie das Ganze ausgeht und freue mich da auch schon mega drauf, das hoffentlich ganz bald zu lesen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich auf meinen Sub wandern wird. Und als letztes Buch ist dann noch bei mir eingezogen, als Vorab-Leseexemplar, nämlich heute, ich glaube, es ist heute angekommen, wenn ich mich nicht irre, und zwar von Anka Sturm, der Weltenexpress aus dem Carlsen Verlag. Das ist ein, ja, neues magisches Kinderbuch. Das ist, glaube ich, eher tatsächlich für jüngere Leser gedacht. Aber es klang einfach so cool, dass ich es auch gerne lesen wollte. Und jetzt habe ich es vorab schon vom Verlag bekommen. Und ja, denke, dass ich das auch relativ schnell durchhaben werde. Ich glaube, es hat nicht besonders viele Seiten. Ich war kurz gucken, was denn hier... Es hat knapp 370 Seiten. Das sollte relativ schnell machbar sein, sodass ihr dann hoffentlich, ja, eine Rezension zum Erscheinen des Buches bekommt. Ich weiß gerade aus dem Kopf tatsächlich nicht, wann das Buch erscheint. Wenn ich dran denke, blende ich es euch hier unten irgendwo ein, dann wisst ihr, wann es erscheinen wird. Ja, meine Lieben, das waren meine Neuzugänge aus dem April und ein bisschen aus dem Mai. Ich glaube, mal werden noch ein paar Bücher bei mir einziehen. Könnte es mir vorstellen, weil einfach im Mai so viele tolle Bücher rausgekommen sind oder rauskommen werden und ihr wisst ja, wie das ist. Ihr kennt mich. Ich kann einfach nicht widerstehen. Ich habe aber auch schon ziemlich viele, ziemlich tolle Bücher gelesen diesen Monat. Aber mehr dazu dann im Lesemonat. Und ja, das war's, würde ich sagen, mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, einen Daumen hoch zu geben. Schreibt mir in die Kommentare, was so alles bei euch eingezogen ist. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns dann auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.